Und willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2 Developers Cut Ego Dracone Story. Und wir fahren nach unten. So. Ich frage mich, ob das jetzt die Höhle ist, mit dem, wo wir die Samen der alten Bäume abgeben sollen. Oder nicht? Hier waren wir auf jeden Fall schon. Gehen wir einfach in die Richtung weiter. Und sie, so wie es aussieht, sind wir richtig. Bringt mir den Samen von Jibaras, dem freundlichsten aller Bäume, und ihr bekommt meinen Segen, um zu passieren. Ja. Dann dürft ihr passieren, sobald ihr auch die Wünsche meiner Brüder erfüllt habt. Okay. Bringt mir den Samen von Erinnensul, dem weisesten aller Bäume. Und ihr bekommt meinen Segen, um zu passieren. Okay. Dann dürft ihr passieren, soweit ihr auch die Wünsche meiner Brüder erfüllt habt. Jo. Bringt mir den Samen von Yggdrasil, dem mächtigsten aller Bäume. Und ihr bekommt meinen Segen, um zu passieren. Hui. So. Dann haben wir die Erfahrung und... das Gold. Gold mag ich immer. Hui. Ach so, das ist das. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Tut es nicht, wirklich. So. Kiste. Da ist der Hebel. So einfach ist das. Flop. Und weiter geht's. Hallo. Wir sind Level 23. Und irgendwie habe ich gerade Lex, was mich wundert. Wieso leckt das so? Oder wieso hat das geleckt? Ich verstehe es nicht. Der Panzer der Drachenelf Germana. Hey, komm her. Ich bring dich um. Schon gewusst? Du bringst aber wenig Erfahrung. Große Kammer. Also gehe ich lieber erstmal dahin, um mir den Schlüssel zu holen. Wofür der auch gerade immer ist. Kiste Schlüssel. Oh. Armschienen des Skorpions. Erhöht eure Lebenspunkte. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. So. Drache gesichtet. Nette Truhe. Sie sind meine Erzfeinde. Jene mit den besonderen Augen. Doch
so hell das Silber ihrer Augen auch scheinen mag. Es wird von der Drachenessenz überstrahlt, die eure Seele erfüllt. Gedanken lesen. Die Gedanken des Patriarchen sind ein zu starker und überwältigender Wirbel aus Energie und Macht, als dass ihr sie durchdringen könnt. Peinigt von zermalmendem Schmerz wollt ihr eiligst diesen unendlichen Ozean des Wissens verlassen. Doch er hat zumindest eine hocherfreuliche Wirkung auf euch. Okay. Ganz gleich, welchen winzigen Teil dieses uralten Wissens ihr erfasst habt, spürt ihr, dass eure Drachengestalt gestärkt aus diesem Erlebnis hervorgehen wird. Mit wem habe ich die Ehre? Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich der letzte lebende Drachenritter wäre. Wenn das so ist, dann ist eure Seele meiner nicht unähnlich, würde ich sagen. In gewisser Weise habt ihr recht. All jene, in deren Adern Drachenblut fließt, sind teilweise ein und dasselbe Wesen. Aber bevor wir uns weiter unterhalten, erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin der Patriarch von der alten Schöpferrasse. Wahrer Drache. Einer der wenigen im Universum jenseits des großen Chaos. Ich heiße euch willkommen in diesem Ort. Möge es euch ein Zufluchtsort sein vor den Speeren und den Feuern, die unsere Art jagen. Ist Patriarch euer wirklicher Name? Nein. So nennen mich lediglich jene, die in dieser Welt. Mein wahrer Name kann hier nicht ausgesprochen werden, denn er ist für sich genommen ein Schöpfungszauber, der die Umgebung völlig umgestalten sowie neue und bisher unbekannte Spezies erschaffen würde. Alleine dadurch, dass ich an meinen Namen denke, kann ich etwa Statuen in der Nähe umstürzen oder neue Pflanzenarten aus dem Boden sprießen lassen. Warum versteckt ihr euch? Verstecken? Oh nein, ich verstecke mich. Ich ruhe mich nur eine Weile aus. Noch ein Jahr vielleicht. Oder ein Jahrtausend. Was sind schon 1000 Jahre für mich? Nichts als ein Augenblick. Warum wollte Maxus in die Hallen der Seen gelangen? Seine Antwort auf diese Frage war, wissen, dass seine Augen verrieten die Wahrheit. Die Macht ist. Ich habe dennoch einen Durchgang für ihn geöffnet. Tief unter dem verbrannten Eldland von Jutulgor. Er war erfolgreich, so wie er es nahezu immer gewesen war. Aber nun, doch das spielt keine Rolle. Nichts, was die Menschen tun, ist wirklich von Belang. Ihr habt gesagt, dass die mit dem Silberaugen eurer Erzfeinde sind, doch wie können die Drachentöter euch überhaupt schaden? Ich könnte ganze Armeen von ihnen vernichten. Aber das liegt mir dennoch fern. Ich werde noch leben, lange nachdem ihre Gebeine zu Staub zerfallen und ihre Zivilisationen längst vergessen sind. Trotzdem hasse ich sie für ihre blinde Zerstörungswut gegenüber allem, was drachischen Ursprungs ist. Sie vernichten so vieles von dem, was ihnen unsere Mittler, die Drachenritter, gegeben haben. Ohne Rücksicht zerstören sie großartige Quellen von Weisheit und Schönheit. Aus diesem Grund verachte ich sie. Ihr seid womöglich das seltenste Wesen, das ich je in meinem Leben treffen werde. Aber Damien, hat er nicht Drachen unter seinem Befehl? Das hat er, der listige Teufel. Aber das sind keine echten Drachen mehr. Es sind nur noch leere Höhlen, seelenlose Geschöpfe, die allen geraubt wurden, was sie zu einem Teil der alten Rasse gemacht hat. Habt Gnade mit ihnen, wenn ihr auf sie trefft, und bereitet ihnen einen schnellen Tod. Ich habe lange nach jemandem wie euch gesucht, denn ich möchte in die Hallen der Seelen eintreten. Wirklich? Darf ich fragen, warum ihr das wollt? Um der Existenz von Damien, dem Fluch von Rivellon, ein Ende zu machen. Ach ja, der Verdammte. So unwichtig er für den Lauf des Kosmos ist, so entscheidend ist er für das Leben der Eintagsfliegen, die sich Menschheit nennt. Dennoch werde ich euch antworten, wie ich auch Maxus antwortete, als er mir die gleiche Frage stellte. Die Halle der Seelen ist ein Ort der Erinnerung und Wunder.
durchaus materiell in ihrer Beschaffenheit, jedoch prinzipiell ätherischer Natur. Sie ist nicht zugänglich für jemanden, der keinen Grund hat, dorthin zu gehen, aber immer und überall für alle, die eintreten dürfen. Macht euch auf den Weg und ich werde ein Tor unter den Wurzeln von Irmin Sula schaffen. Dem alten Rätselmeister wird die Aufmerksamkeit gefallen. Ich muss ihn fort, großer Patriarch. Ouroboros, der Drachengott über euch wacht. Warte, eine Kamerafahrt. Eine lenkende Kamerafahrt. Aber selbst lenkt tut's nicht. So. Einhandhammer. Nee, dann nehme ich. Oder? Ja. Sicher ist sicher. Automatisches Speichern. Wirklich gut gemacht. Die alte Echse wollte die Halle der Seelen nicht für mich öffnen. Aber es scheint so, als würde ich sie endlich finden. Deine Mühen sind vergebens, Drache. Krieg kann nicht verhindert werden, nur verzögert. Sieh endlich ein, dass du nichts erreichen kannst. Das Publikum wartet und das Spiel wird bald beginnen. Aber als erstes werde ich den Bauern vom Brett entfernen, der meinen Angriff blockiert. Lebe wohl. Es war mir eine Ehre. Mir nicht. Wie gerissen von Darian zu lauschen. Aber wir werden diejenigen sein, die auf sie. Denke ich aber auch. Keine Ahnung, war das, glaube ich. Wenn ich mich erinnere, hieß es auch so. Ich kann nicht. Oh Mann. Du bist der Heiler, oder? Ich mag dich nicht. Du heilst. Komm schon. Aber wieso leckt das Spiel auf einmal so ein bisschen? Oder was heißt ein bisschen? Könnte aber auch daran liegen, dass ich von zu final auf einmal angegriffen werde. Da hat es ja vorher eigentlich auch nicht getan. Na? Hier geht's raus, oder? Jo. Hui. Ich wurde vergiftet. Hey, liegt da ein Buch? Elite Räuberarmschienen. Hui. So. Haben wir auch mal in der Hauptstory weitergemacht. Na gut. Hatten wir eigentlich ja vorher, wenn man so will. Wo geht's hier raus? Da. Okay. Nur da hatten wir es nicht gemerkt, als wir im Trümmertal waren. Weil ich nicht genau wusste, ob es da weitergeht oder nicht. Oder doch. Oder keine Ahnung. Ich wollte einfach mal meinen Spaß haben. Bei wegen Esso. Den Pokémon. Ich werde dich kriegen und werde dich einfach killen. Oh du ohnmächtiger Damien. Ja, ich nenne ihn immer noch Damien statt Damian. Klingt viel besser. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Ich brauche mehr Platz. Ich weiß. Blub. So.
sind wir wieder draußen. Boah. Nee. Also jetzt frage ich mich. Wo war das? Da. Kriegen wir den jetzt gelegt? Die Typen hier? Stärker sind wir ja. Der Luke zurück. Wo ist auch? Ich will. Ja. Und was gibt's diesmal? Ausbluten. Und hält. Würde ich sagen. Machen wir auf HP. Nicht so schnell dran. Ja. Ja. Wir sind aber gut. Tibus! Martum! Tobelhüsk! Retal! Kete! Jo. Na? So, Kristallschilder. Erwache, mein Tierchen. Na? Noch nicht. Du wurdest geheilt, du Sau. Ja, zumindest bin ich diesmal nicht direkt allein. Komm schon. Schwächling. Tobelisk. Eigentlich bräuchte ich nur Markus hier töten. Um. Nimm mich dann. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. In einen Drachen zu verwandeln. Und Ich wüsste nicht, wie ich den treffen soll. Aber das haben die genau in Dings gesagt. Dass das geht. Aber wie man sieht, konnte ich mich trotzdem in den Kampf verwandeln. Hübsch. Hui. Der Schrecken der Drachen. Hübsch. Was schütteln sie noch aus dem Ärmel? Hübsch. Der Drachengott kehrt zurück. Ich verbeuge. Auf Wiedersehen. Ja. Auf ewig werde ich um Lord Orobas trauern. Auf ewig unseren neuen Gott preisen. Alles klar, das haben wir jetzt auch hingekriegt. Kann ich da nicht einfach durch? Oh Mann. Ja. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Ja, okay. Kurz mal in die Maus gepustet, nochmal ordentlich hingesetzt. Aber bevor ich mit der Hauptstory weitermache. Stones fliegende Festung. So.
wow. Hallo, Leute. Noch nicht. Warum gerade jetzt? Und ich werde gucken, warum es laggt. Auf jeden Fall nach dem Kampf werde ich den Part beenden, wegen erstens gibt's Essen und zweitens der Timer. Aber meistens eher wegen ersteres. Ja, hier im Menü laggt das komischerweise nicht. Oh, schade. Irgendwie ist es so, als würde meine Maus auch laggen. Oh, das kommt mir so vor. Wie gesagt, ich werde mich drum kümmern. Also wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt Daumen hoch, lasst konstruktive Kritik da und haut raus.